Today, 1 year after Lisa, we are introducing the third industry milestone product, Macintosh. I'm incredibly pleased to introduce iMac. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. And we are calling it iPhone. And we call it the iPad. So keep looking, don't settle. Stay hungry, stay foolish. Es ist wieder mal soweit. Am 9. März, den Montag, also morgen, veranstaltet Apple ein Special Keynote Event zu einigen spannenden Neuvorstellungen. Und wir von Apfellike werden wieder mal unser Live-Programm präsentieren auf live.apfellike.com. Wie sieht das aus? Um 18 Uhr starten wir bereits eine Stunde davor mit unseren Gerüchten. Wir werden die Gerüchte zusammenfassen, beginnend von der Apple Watch. Wie wird sie nun wirklich released? Wie kommt sie? Was kommt dazu? Welche Features werden gestrichen? Wir werden über das MacBook Air Retina sprechen und auch um viele weitere Sachen. Ob Software-Dinge, ob Beats-Dinge. Freut euch drauf und werden parallel klarerweise auf eure Feedback und Fragen via Twitter, Facebook oder die Google Hangout Live-Kommentare. Unten bei YouTube werden wir darauf eingehen und vielleicht auch einige von euch einladen in den Google Hangout. Wird auf jeden Fall spannend. Dann um 19 Uhr geht es los auf live.apfellike.com mit dem Live-Ticker. In Form von Text und Bildern werden wir euch da auf dem aktuellsten Stand halten. Und auch der Live-Hangout läuft weiter und dort werden wir euch via Sprache, also als Live-Radio, informieren, was geht gerade auf der Bühne bei Apple ab, was wird gerade vorgestellt. Wir werden euch ein paar Sachen kommentieren, ein paar Hintergrundinformationen geben und weiterhin auf eure Kommentare via Twitter, Facebook und YouTube eingehen. Also freut euch drauf, es wird unglaublich spannend und es wird ein ganz, ganz toller Abend, wie immer. Wir können mittlerweile zu einem der größten Anbietern von so einem Live-Programm im deutschsprachigen Bereich und auch der größte, meistgesehene Livestream im deutschsprachigen Bereich zu diesen Apple Keynotes. Riesen-Event immer, ist nicht nur ein Highlight im Apple-Jahr, sondern auch im Apfellike-Jahr, deswegen seid auf jeden Fall dabei und verpasst es nicht. Ich freue mich drauf, wie gewähnt, um 18 Uhr auf live.apfellike.com am Montag, den 9. März. Das war's von mir, hoffentlich sehen wir uns morgen. Ciao!